Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe der Fuchsbau News. Kommen wir auch direkt zu den Themen. Am Dienstag gab es Stardew Valley. Das Cozy Game, was Fesaya so gefühlt am liebsten spielt. Am liebsten jeden Tag. Ja. Auch wenn man noch nicht wusste, was es gab. Also laut Streamplan hieß es ja, ich weiß es nicht. Und es wurde dann Stardew Valley. Es wäre auch so oder so Stardew Valley geworden, weil ihr kennt Fesaya. Umfragen mal dahingestellt. Zum Thema Umfragen. Während der Reaction zur Ausgabe 11 hatte ich so ein bisschen Lust, ein paar Trollumfragen zu machen. Eine seht ihr hier eingeblendet zum Beispiel, um Fesaya einfach ein bisschen zu ärgern. Naja, nur ist es nicht einfach, Fesaya zu ärgern, wenn sie sich selber darüber amüsiert. Oder auch nicht, keine Ahnung. Es war zumindest amüsant. Vom Stream selbst habe ich leider nicht mehr so viel mitbekommen. Da, ja, 6.30 Uhr am Mittwoch dann, den Folgetag, also von Dienstag, früh aufstehen angesagt war. Sollte ich irgendwelche Clips etc. finden, werde ich sie jetzt einspielen. Sollte ich keine finden, geht's weiter mit dem nächsten Thema. Also, bis zum nächsten Thema. Wir sind jetzt auch beim nächsten Thema angelangt und das ist RimWorld. Am Donnerstag gab es kein RimWorld. Es hätte RimWorld geben sollen, aber Fesaya hat den Stream leider kurzfristig abgesagt. Begründung, ich zitiere: Hey ihr Süßnasen, ich muss den Stream heute leider absagen. Ich bin irgendwie echt platt, nicht müde, aber super erschöpft. Spätestens Sonntag geht's aber wie gewohnt weiter. Das war ein Zitat von Fesaya aus dem Streamplan-Channel. Zitat sollte auch hier eingeblendet gewesen sein. Ja, damit haben wir wohl eine reine Stardew Valley-Woche. Ich hoffe, das geht nicht jedes Mal so, weil, ja, ist halt Stardew. Ich möchte nicht weiter drauf eingehen. Ich habe damals schon mal zu geäußert, aber ja, jedem das sein, ne? Aber ich habe euch trotzdem versprochen in der letzten Ausgabe, ich werde zu RimWorld noch was berichten, zwar was für Veränderungen es in der 1.5 gab. Und das ist ein bisschen, also diese News könnte ein bisschen RimWorld-lastig sein. Ist immer noch besser als Stardew Valley-lastige Streams. Und alles besser als League of Legends-lastige Streams oder Themen. Persönliche Meinung von mir, ich werde mir jetzt jede Menge Hate einfahren, ich weiß. I don't care. Ich habe nämlich eh kein Care-Besen, also I don't care. So, aber zurück zu RimWorld. Das Update hat den Namen Anomalie. Und es gab da einige Änderungen, zum Beispiel kleine grafikalische Sachen und auch Sachen eher im Code, aber das ist dann schon wieder zu spezifisch. Also, ich versuche jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte hier aus dem wunderschönen Text, den ich da von Steam habe, da mal zusammenzufassen, vorzulesen. Vorlesen ist einfacher als zusammenzufassen. Wenn ihr das selber lesen wollt, auch nochmal Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch nochmal alles über das Update erfahren. Die Expansion beginnt, wenn eure Kolonie... Oh, warum versuche ich es auf Deutsch zu übersetzen? Ich lese auf Englisch. Ich hoffe, ihr könnt Englisch. Wenn nicht, ja, dann tut es mir leider leid. The expansion begins when your colonists accidentally provoke a mad superintelligence. From then on, madness manifests. Monstrous creatures, mind-bending mysteries, infiltrating parasites, and sanity-shredding phenomena that twist the whole world around you. Inspired by classics like Cabin in the Woods, The Thing, The Cthulhu Mythos, Hellraiser, and many more, Anomalie goes beyond fighting monsters. This expansion presents ominous, puzzling, mind-controlling, and earth-shaking threats to build your personal horror story. Some of the twisted scenarios you'll encounter.
At night, hear the screeching of a physically invisible hunter that feeds on human souls. Build proximity alarms to detect when it's near, but you can only fight it when it chooses to reveal itself. Chip away at its health every time it returns, and collect and study a chunk of its flesh. Turn the tables, become the hunter, and kill it where it lives. A massive flesh creature is growing across the landscape, consuming and covering the whole map with a quivering mass of meat. It defends itself with beasts and acid. Fight it to get samples of its nervous system, then study them until you can venture to its heart and kill it for good. A parasite has mind controlled some of your colonists, but who? They pretend to be human as they work to infest others. Track evidence, imprison, interrogate, and medically test people to find out who is infested before it's too late. A pulsating obelisk crash lands near your base. You can try it to suppress its filthy energy, but the obelisk may lash out and violently mutate your people. Copy them endlessly, or abduct them to an endless crazy maze. Endless gray maze. Your colonists become obsessed with a beautiful golden cube. One by one, they build statues of the cube. They worship the cube. They love the cube. Klingt fast nach dem heiligen Kotzeimer. Also ein ganz normaler Dienstag in Fesaias Rimworld-Kolonie. A corpse arrives that looks exactly like one of your colonists and seems to follow them. No matter what you do, the corpse returns. And many more weird and horrifying events. Das war jetzt ein bisschen viel, ja, viel Englisch, aber zusammengefasst ist vieles Horror. Ich versuch's mal auf Deutsch irgendwie zu erklären. Also ein physikalisch unsichtbarer Jäger, der von menschlichen Seelen sich ernährt und man ihn nur bekämpfen kann, wenn er sichtbar ist. Und das ist halt etwas zeitauftreibender, wo zumindest, wie ich es verstanden habe. Also ja. Dann eine fleischige Kreatur, die über das Land, sich über die Landmassen erstreckt, die ganze Map langsam einnimmt und einfach nur ein Fleisch ist. Das ist ja nicht so lecker. Und es schützt sich selbst von Gegnern und Säure. Ja, man kann es bekämpfen, um Proben zu erhalten, diese zu studieren und möglicherweise zu killen, wenn man herausgefunden hat, wo das Herz dieses Fleischhaufens ist. Dann haben wir noch einen Parasit, der Gedanken kontrollieren kann von Kolonisten. Nur muss man erstmal rausfinden, wer es ist. Das heißt, Beweise sammeln, einsperren. Was Interrogate heißt, weiß ich jetzt leider nicht. Müsste ich nachgucken, und das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern, das nachzugucken. Für diese Aufnahme jetzt. Und medizinische Tests durchführen, um herauszufinden, wie und was, bevor es zu spät ist. Dann gibt es noch einen pulsierenden Obelisken, der in der Nähe der Basis einfach einschlägt, quasi crashlands, also hochlandet. Man kann diese nicht so angenehme Energie wohl spüren. Keine Ahnung. Aber dieser Obelisk kann auch mutieren und, also gewaltmäßig mutieren, also mutieren und Leute quasi unendlich kopieren. Also wir stellen uns einfach mal vor, wir haben einen Keksi da rumlaufen, ein Keksi-Porn, und dieser Obelisk schlägt ein und mutiert und kopiert Keksi ins Unendlichfache. Am Ende haben wir da 200 Keksis rumlaufen.
Also, ich glaube, das ist schlimmer als das, wie ich, dass hier irgendjemand 100 Ratten kaufen tut. Deswegen kann man aber auch genauso kann das Ding einen entführen und in ein graues Labyrinth stecken. Und dann findet man raus. Jetzt stelle ich mir gerade 100 Keksipons in einem grauen Labyrinth vor, die versuchen rauszufinden. Oh Gott. Albtraum. Spaß, aber wäre funny. Dann gibt es noch das andere mit dem Golden Cube, was ich eben hatte. Das ist, dass also die Kolonisten, dass die Kolonisten eine, also eine Obsession, also obsessed, was heißt nun obsessed? Jeder weiß, was obsessed ist, aber ich kann es nicht auf Deutsch erklären. Aber wir wissen ja, was es ist. Also, ja, krankhafte Liebe, sagen wir es mal so. Also wirklich einen goldenen Würfel verehren. Und das geht dann von einem Pawn zum anderen. Also immer weiter und immer weiter. One by one. Ja. Die bauen sogar Statuen von diesem Würfel. Sie verehren den Würfel. Sie lieben den Würfel. Erinnert mich an den goldenen Kotzeimer. Das waren gute Zeiten, der goldene Kotzeimer. Das andere war ein Körper erscheint, der taucht auf, der aussieht wie einer, der genauso aussieht wie einer der Kolonisten. Das ist wirklich 1:1. Also, ne, Keksi läuft rum und auf einmal kommt ein Keksi aus dem Nichts. Stellen wir es mal uns so vor. Ja, Keksi, tut mir leid, dass ich dich als Beispiel nehme. Aber ja, wir haben einen Keksi in der Kolonie und auf einmal kommt da ein komischer Körper herbei, der aussieht wie ein Keksi. Ja, und der scheint auch zu folgen. Egal wohin du gehst, diese Kopie eines Kolonisten folgt. Ja. Und viele weitere Sachen soll es noch geben. Das ist jetzt nur ein Teil. Das hat jetzt, ich sag jetzt, es springt ein bisschen im Rahmen. Es gibt noch viel, viel mehr. Alles weitere kann man unten mal nachlesen. Da gibt es auch Bilder mit dabei. Würde mich wundern, wenn es da keine Bilder gäbe. Aber das alles vorzulesen wäre, beziehungsweise jetzt sinngemäß zu übersetzen, wäre doch ein bisschen zu viel. Dementsprechend kommen wir einfach mal zu dem, was sich optisch geändert hat, beziehungsweise die anderen Änderungen wie New Wanderers after a Game Over, also neue Wanderer nach einem Game Over. When all of your colonists are dead or gone, there's a new option as part of the Game Over ladder to create new Wanderers. If you want a second chance with your colony, this allows you to create 1-6 new colonists to inhabit the remains of your colony instead of ending the game. This is entirely optional and you don't have to use it, if you prefer a more hardcore experience. Heißt so viel wie Game Over ist nicht gleich Game Over. Gehst du kaputt, hast du die Möglichkeit, mit 1-6 neuen Kolonisten quasi das wieder aufzubauen, wenn alle die vorherigen Kolonisten gestorben sind. Und man hat quasi ja mit einem zweiten Versuch. Ist optional, muss man nicht machen. Wenn man wirklich Hardcore-Experience will, dann lässt man es sein. Aber ist halt für die, die gerne weiter ihre Kolonie betreiben möchten oder einfach weiter darin spielen möchten. Dann gibt es auch eine Suche-Funktion. In the bottom right corner, there's now a magnifying glass icon and a search bar you can type in to find items, structures, enemies, etc. on your map. No more losing items, the default hotkey is Z. Heißt, für Fesaya, sie muss nichts mehr suchen. Wenn irgendjemand was kauft und weil sie findet es nicht mehr, sie kann es einfach eine Suche eingeben. Das ist dann nur rechts so ein glasiges Icon mit einer Suchleiste. Kann sie es einfach eingeben und findet alles. Jegliche Items wie jetzt, wo hat jetzt, keine Ahnung, Keksi seinen Keks hingelegt? Oder wo hat Tiger seine Minigun verloren? Einfach als Beispiel. Also Strukturen können da drin gesucht werden. Also auch generell Items, Möbelstücke etc. Gegner kannst du da drin suchen, wahrscheinlich auch die ganzen Tiere. Alles, was auf der Map ist, kannst du darin finden. Man verliert keine Items mehr, man findet sie. Man muss sie nur in der Suchleiste suchen und nicht über die Map suchen. Also für Fesaya wahrscheinlich eine sehr gute Besserung. Und der Standard-Hotkey dafür, also die Taste zum Drücken, das
aktivieren, öffnen, keine Ahnung, wird hier als Z, also Z gekennzeichnet. Das wird dann wohl in unserem Tastaturlayout, deutschen Tastaturlayout Y sein. Gehe ich mal stark von aus. Dann gibt es noch andere visuelle Änderungen. Kleider, also das da hier Tainted Apparel, keine Ahnung was es heißt, Klammern steht da was dazu mit Clothes worn by someone that has died so frail, also Kleidung, die von jemandem getragen wurde, der gestorben ist. Now has a distinct, darker color, also ja, dunkler eben. Und wohl nicht mehr so ansprechen, keine Ahnung. Vielleicht auch noch ein Geruch? I don't know. Previously it was easy to mix up tainted apparel with non-tainted apparel. Also vorher konnte, jetzt habe ich es glaube ich verstanden. Vorher konntest du die Sachen untereinander mischen, also die frische Kleidung, Kleidung von Toten, das soll jetzt, wenn ich das hier richtig verstanden habe, nicht mehr gehen. Also wirklich hier, da alt vom Mensch, was schon aufgegessen ist oder tot ist, wissen ja alle, Fesaya und Kannibalismus, gut diese, ne? Bitte nicht. Und da dann auf der anderen Seite halt die freche Kleidung, ne? Dann gab es noch ein paar UI Improvements. Ich lese es einfach mal vor. There's an option to make colonists' moods on the colonist bar much more visible. Also du kannst die Stimmungen der Kolonisten mehr sichtbar machen in der Colonist Bar. Also dass man viel mehr sieht, besser sieht. Wenn man weiter, und dann weiter geht's hier mit when you zoom out very far, pawns become highlighted so they're easier to spot on the map. We also redesigned the prisoner and health tabs and improved the research UI and policy UI for a better experience. Also, wenn man weit rauszoomt, um einfach mal die ganze Map überblicken zu können, verliert man doch gerne mal den Überblick, wo ist welcher Pawn. Das ist nicht mehr so, weil die werden markiert, man weiß, wo wer rumläuft und Fesaya muss nicht ständig suchen, wo, keine Ahnung, Keksi jetzt rumläuft. Dann bei den Prisoner, also Gefangenen, wurden die Gesundheits... Nee, wurde der also die Gefangenen wurden optisch überarbeitet und die Gesundheitsanzeige wurde improvisiert. Das ist, glaube ich, das, was Versailles ja auch neulich mal angedeutet hatte, dass das anders aussieht. Was ist die Research UI und Policy UI? Ich glaube, das hat hier was mit dem Dings hier, wo du siehst, was man forschen kann. Sowas, glaube ich, wurde überarbeitet für eine bessere Experience. Dann haben wir noch Art Improvements. There's a new and improved weapon art. We also added new immature crop art and leafless tree art for the plants missing those. Also neue Waffendesigns bzw. Optiken. Dann Crop in Nature Crop, also noch nicht gewachsener Weizen, keine Ahnung, Mais. Also da wurde was überarbeitet. Dann blattlose Bäume wurden überarbeitet für die, also auch für die bzw. gar keine Varianten dementsprechend gab. Dann haben wir noch die Michelangelo's Sachen. There are lots of smaller things that we're done for 1.5. Including an option to capture carried pawns without having to drop them. Improved construction hauling and better firefighting. Weißt du, Fevi? Viele kleine Änderungen. Dann ist da noch ein Link angegeben. See the 18-page, ein 18-seitiger Changelog. Ich kann den euch unten verlinken. Aber den werde ich mir jetzt nicht angucken. Dann geht, also da gibt es noch eine Option, dass man tragende Pawns fangen kann. Captured Carried Pawns. Also dass man die holen kann, ohne die zu droppen, fallen zu lassen. Dann das Construction Hauling hört sich an wie irgendwas. Bauen, tragen, wurde wohl überarbeitet, keine Ahnung. Und eine bessere hier Feuerbekämpfung. Also, ja, das sind so Kleinigkeiten.
Das war im Großen und Ganzen tatsächlich auch alles, was ich hier jetzt raus entnommen habe. Sehr spezifisch, sehr tief reingehend in die Materie. Ich hoffe, es war euch jetzt nicht zu langweilig, das da. Andernfalls, ja, ist es leider so. Ich wollte jetzt einfach mal über RimWorld die ganzen Changes und Änderungen möglichst erklären, zusammenfassen. Ich meine, ich selbst habe noch kein RimWorld gespielt, ich kann nur als Zuschauer reden. Aber ja, ich habe es euch versprochen, ich habe es gemacht. Damit kämen wir dann auch schon zum nächsten Thema des dieser News. Am Sonntag gab es Stardew Valley mal wieder mit den anderen Konsorten für das Projekt. Es wurde getanzt, nicht gerade wenig, sehr kniebeugenlastig. Dazu habe ich einen kleinen Clip für euch. Seht ihn hier. Können aber nein. Ich habe doch keine Ahnung, Junge. Deswegen habe ich ja gefragt. Wie das Spiel funktioniert. Die wollten auch nicht mit mir tanzen, von daher. Guck mal, ich kann voll krass tanzen. Boah, Alter. Ja. Gut, dass ich da jetzt am Rand stehe. Ist das nicht wunderschön? Ja. Ja. Nee. Ich find's auch super. Jazz mit den Dudes tanzen. Ich auf der Männerseite Jazz, du machst das gut. Ja, das ist super, Jazz. Das ist ein Zeichen. Komm näher, also, Baby. Also, so wie ihr das tanzt, das sieht nicht aus wie in den Ausdrücken rein. Also. Das sind halt wirklich Kniebeugen, die wir hier machen. Ja. Das ist einfach Sportübung. Das hat Spaß gemacht. Kniebeugen, als ob Fehler Sport machen. Unter anderem wurde auch übers Angeln gesprochen. Ja, wer es noch nicht weiß, in Stardew Valley kann man auch angeln und muss achten, dass da ein Ausrufezeichen ist, damit man den Fisch einzieht. Aber ja, irgendwie wurde das ein bisschen missverstanden mit dem Angeln und ich bezeichne es mal so, Angeln mal anders, ne? Dazu gibt es tatsächlich auch einen Clip und naja, manche konnten sich echt nicht mehr beherrschen und haben sich so kaputt gelacht. Ey, da konntest du echt nicht mehr ernst bleiben. Ich spiele euch den Clip jetzt hier ein. Seht es euch an, lacht euch genauso schlapp. Denkt genauso zweideutig, aber nicht wie Fesaya, die da halb am Verzweifeln ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Clip und dann kommen wir auch schon zu den letzten Themen. Angeln geht ganz easy. Du musst einfach deine Angel reinhalten, dann wartest du bis dann... Ich würde auch gern meine Angel bei dir reinhalten, Baby. Ich halte meine Angel rein und dann. Und dann wartest du, bis du so ein Ausrufezeichen über den Kopf hast. Und dann musst du ganz schnell rausziehen. Okay, bevor ja, das kommt. Ganz schnell rausziehen, also, muss man auch noch bei anderen gehen. Und dann hast du so ein Minispiel, was dann kommt. Und dann musst du darauf achten, dass dieser Scheißfisch in dieser grünen Dingsbums drin bleibt. Kommen wir nun zu einem Thema aus dem Discord. Um genau zu sein, aus dem Bilder-Channel von Freitag. Da schrieb Pesi auf ein Bild, das Polle gepostet hat, da in der Schweiz ist, schrieb Pesi, bei dem Bild bekomme ich das Bedürfnis, eine Farm zu eröffnen und Hühner zu streicheln. Also Pesi, wenn du eine Farm eröffnen willst, gebe ich dir jetzt eine kleine Anleitung dazu. Schritt 1. Finde eine Farm, die du kaufen kannst, am besten auf einem Land oder einem Dorf. Zweiter Schritt ist, mache einen Autoführerschein und den Traktorführerschein Klasse T. Beim Autoführerschein wäre BE gut, weil da ist Anhänger mit drin. Schritt 3, ziehe aufs Land, wenn du genügend Geld hast, die Farm zu kaufen. Kaufe dann deinen ersten Traktor und am besten einen Pickup oder SUV, was Geländegängiges. Schritt 4, kaufe deine ersten Tiere, seien es Kühe, Pferde, Schweine, Hühner, kannst du alles kaufen. Schritt 4, schau, welche Anhänger du brauchst für den Traktor und welche Gerätschaften. Also mindestens, was du brauchst, ist ein Kippanhänger, ein Güllefassanhänger im besten Falle und... Güllefassanhänger ist optional, aber zumindest brauchst du einen Gülleladen. Das wäre wichtig, weil die Scheiße der Kühe muss ja auch irgendwo hin. Aber auf jeden Fall, so ein Kipper.
Mähzeug für einen Traktor, damit du Wiesen, die dir gehören, mähen kannst, damit die Tiere auch frisches Futter haben. Du kannst natürlich auch Futter kaufen, aber frisches Futter ist mal besser. Ein Maishäcksler wäre nicht ganz schlecht, weil, und eine Sämaschine für den Trecker. Also Maishäcksler ist ein separates Fahrzeug, sieht aus wie ein Mähdrescher. Dann kannst du nämlich Mais anpflanzen, dieses Häckseln, und auch zu Tierfutter weiterverarbeiten. Dass das halt alles in einem Kreislauf ist. Ein Grubber zum Bearbeiten von Feldern. Einen Pflug, um ein Feld zu pflügen, damit es für die Saat vorbereitet werden kann. Das brauchst du auf jeden Fall. Ja, dann auch der Miststreuer, wie ich eben gesagt habe. Der Mist Düngstreuer, halt um die Felder zu düngen. Kannst aber auch eine Spritze kaufen und das halt chemisch düngen. Würde ich aber jetzt nicht machen, weil ja, Pestizide und sowas muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann lieber doch die Scheiße von Kühen verstreuen. Stinkt zwar, aber das nennt man Landluft. Das brauchst du auf jeden Fall. Könnte ein paar Millionen alles zusammen kosten. Aber dann hast du die Möglichkeit, nicht nur Hühner zu streichen und hast deine eigene Farm. Ist aber auch ein Beruf, von da, bei dem du, da hast du keinen Urlaub, du arbeitest von frühmorgens 5 Uhr bis abends 10, 11 Uhr, wenig Schlaf. Das ist eigentlich ein 24-Stunden-Job, wenn du es so willst. Ja, das ist viel, ne? Deswegen empfehle ich doch den Landwirtschaftssimulator. Oder bleib bei Stardew Valley, such dir aus. Dann habe ich aber noch ein kleines Thema. Und zwar, ich hoffe, ihr habt alle dran gedacht, von Samstag auf Sonntag die Uhr umzustellen. Die wurde ja um eine Stunde vorgestellt, von 2 auf 3. Wer es vergessen hat, sollte es nachholen, würde ich empfehlen. Damit sind wir mit allen Themen eigentlich durch. Ich habe jetzt nichts mehr sonst von Themen zu berichten. Dementsprechend kommen wir dann auch schon zum letzten Thema, und das wäre der Streamplan für die kommende bzw. aktuelle. Ich weiß nicht, ob je nachdem, ob es jetzt Sonntag oder Montag kommt, ne? Auf jeden Fall für die Woche. So. Der ist wie folgt. Damit kommen wir zum Streamplan für die Woche. Heute ist Montag, da wo die News jetzt rauskommt. Also Montag. Aufgenommen habe ich es jetzt über das gesamte Wochenende. Also das gesamte Osterwochenende, um genau zu sagen. Heute, 15 Uhr, gibt es einen Speedrun in Stardew Valley von Fesaya, wo sie gecoacht wird. Also Fesaya lernt Speedrunnen mit Mazoo. Die News... Wenn Fesaya auf diese News reactet, dann ist es nach dem Speedrun. Also, wer die Reaction sieht, hallo, ihr habt den Speedrun bereits, hoffe ich, gesehen. Alle anderen, die die News vorher sehen, je nachdem, wann die rauskommt, entweder es geht jede Sekunde los oder es ist mittendrinnen. Weil es ist 14 Uhr in dem Moment, wo ich diese letzte Aufnahme hier mache. Aber kommen wir weiter zum nächsten Tag. Mittwoch, 19 Uhr, geht's dann weiter mit RimWorld, dem Community Run. Da können wir wieder unsere Kolonie hoffentlich schön mit Meteoriten voll pulverisieren. Voll spammen, besser gesagt. Falls Fizzer ja nicht nochmal spontan den Stream ausfallen lässt. Und am Sonntag gibt es dann ab 19 Uhr wieder Stardew Valley, aber diesmal von dem Streamer-Projekt. Das Projekt hat ja auch einen Namen mittlerweile, das heißt Wolkenhof. Damit haben wir alle Themen durch. Es gibt jetzt nichts mehr. Streamplan durch. Ich habe alles erzählt. Außer heute ist erst April ist, also lasst euch nicht verarschen von den Leuten. ja. Dementsprechend wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis dann und ciao. Eure Fuchsbau News. Bis dahin. Ein Tag voller Trubel, die Welt ist in Streit.